So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir wollen jetzt langsam anfangen. Schön, dass ihr alle gekommen seid, weit mehr als ich gedacht habe, also als Anmelder. Aber es ist ja mal mehr, schön zu haben, mehr Leute hier zu haben, als die, die man vorher vielleicht mit 500 oder 1000 anvisiert hat. Und dann steht man mit 100, haben wir ja auch schon erlebt. Aber ich glaube, das Anliegen, was wir alle haben, ist uns wichtig, ist der Vorsitzenden wichtig. Und deswegen wird sie sich jetzt mit einer Rede an euch wenden. Dankeschön. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Feuerwehr, vom Labo, von der Polizei, Pensionäre. Herzlich willkommen. Ich sehe hier auch alle Dienstgradbereiche vertreten vom mittleren gehobenen höheren Dienst. Ich freue mich sehr. Ja, ich versuche lauter, aber die Stimme ist so ein bisschen kratzig. Ich bin im Vorfeld gefragt worden, warum machst du das heute am 6. Wir haben Aarau, wir haben Hamburg. Ich kann euch das erklären, weil wir ganz kurzfristig rausgekriegt haben, dass heute die zweite Lesung für das Besoldungsgesetz ist. Und der Ursprung war ja, wie ihr durch unsere Anmeldung mitbekommen habt, ja eigentlich auf der anderen Seite des Abgeordnetenhauses. Wir hatten auch die Erlaubnis, zumindest vom Bundesrat, wir hatten von der Versammlungsbehörde und haben dann das Schreiben bekommen aus dem Abgeordnetenhaus. Nein, da heute ganztägige Fraktionssitzung ist und die ruhig laufen muss, ist das nicht angebracht. Da frage ich mich, ja klar, genau, weil heute der ganze Tag dort die Sitzung ist, weil es heute um eure Besoldung geht. Genau deswegen war das der Grund, warum wir da arbeiten wollten. Aber gut, wie ich sehe, sind trotzdem genug da. Wir haben Platz gefunden und vorab möchte ich euch erzählen, dass ich am Dienstag mit zwei Kollegen aus meinem Vorstand beim Finanzsenator war. Natürlich mache ich das mit meinem Vorstand schon seit das Abgeordnetenhaus neu gewählt worden ist. Wie man so sagt, wie so ein Wanderprediger versuchen zu gucken. Gerade die SPD hat ja jetzt für den Bundestagswahlkampf ihren Slogan Zeit für Gerechtigkeit. Und da ich denke, die GdP bundesweit ist eine Familie, ist es die SPD auch. Und wenn der Slogan Zeit für Gerechtigkeit für die Bundes-SPD gilt, bin ich davon ausgegangen, naiv wie ich bin, dass das auch für die Berliner SPD gilt. Also gehe ich davon aus, Gerechtigkeit auch für Staatsdiener, für, wie man so gerne sagt, Leibeigene, die hier jeden Tag ihren Dienst schrubben, die Stunden ohne Ende bringen, die Familie vernachlässigen, die manchmal nur alle paar Wochen frei haben, die jetzt beim Castor sind, die durch die Presse gezogen werden, wo sich dann im Nachgang rausstellt, dass nichts war. Feuerwehrleute, die scheiß Technik haben, wo manchmal nur noch eine Feuerwache funktioniert, wenn die Freiwillige mit unterstützt. Wir wissen alle, wie es im normalen Leben aussieht. Man kann sich das schönreden, man kann auch so tun, als wenn nichts ist. Aber eins bleibt, ihr haltet jeden Tag den Kopf hin, egal in welchem Dienstbereich. Und wir haben nur unsere Arbeitsleistung, die wir teuer verkaufen. Können. Und wir haben gerade im Beamtenbereich, als wir ein Eid abgelegt haben, für dieses Land, für diesen Staat, demokratisch alles zu tun, damit unsere Rechtsstaatlichkeit durchgesetzt wird, da kann man einfach auch erwarten, dass man eine saubere, faire und vernünftige Bezahlung bekommt. Und wenn man dann hört, auf die Frage, warum können wir denn nicht zum 1.1. die Besoldung auch im Beamtenbereich übernehmen? Das ist historisch. So ein Bullshit. Da ist nichts historisch. Könnt ihr euch an das Sparpaket erinnern? Wo es hieß, Berlin ist pleite, auch der öffentliche Dienst muss kräftig was dazu tun. Im Tarifbereich wurden 8, 10 und 12% bei den Tarifbeschäftigten abgezogen. Im Beamtenbereich wurde erst das Urlaubsgeld gestrichen, dann wurde das Weihnachtsgeld gestrichen. Und dann hieß es, und wenn wir dann aus der Talsohle raus sind, dann kriegt ihr auch wieder einen Schlag aus der Pulle. Und ein Sparvolumen in Richtung Beamte war natürlich auch, dass man nicht mehr, wie es auch in jedem Tarifvertrag steht, zeit- und inhaltsgleiche Übernahme für Beamte und Pensionäre, sondern man hat gesagt, wir verziehen dann, weil dann ist das Geld ja länger da. Und das wurde alles unter dem Motto Sparvolumen, Sparbeitrag im Beamtenbereich. Und ich finde, davon zu reden, dass irgendwas historisch ist, also ich sag mal, da könnt ihr sich mit uns auch über den Ankauf einer Ziege unterhalten, eh hinterher weiß keiner, wer bezahlt und verarscht seid einfach nur ihr. Und was ich mir auch in letzter Zeit öfter mal anhöre, die GdP würde einen zu scharfen Sprachgebrauch benutzen.
Wir wären durch die Art unserer Pressemeldung nicht akzeptabel als Gesprächs- und Verhandlungspartner. Na, entschuldigt mal bitte. Was soll ich denn machen, mit rosa Wattebällchen schmeißen? Ich will ja hier keinen ärgern. Und wenn auf meiner gegenüberliegenden Seite meine Verhandlungspartner nicht professionell genug sind und merken, ich greife keinen Menschen persönlich an, ich glaube, das tut keiner von uns, sondern hier geht es um Sachdiskussion. Hier geht es darum, dass Tausende von Beamtinnen und Beamten schlechte Dienststellen haben, schlechte Ausrüstung haben, schlechte Bezahlungen haben, Dienstzeiten haben, wo man sagt, wer wäre am besten nicht verheiratet und hätte auch ansonsten nichts an der Backe. Das nennt man, glaube ich, dann Hingebung zum Beruf. Aber dass das alles Menschen sind und dass auch Polizisten und Polizistinnen, Feuerwehrleute, Feuerwehrfrauen im Labo, wo auch immer, der Querschnitt der Bevölkerung sind mit ihren Sorgen, Nöten, ihren Familien und dass auch unsere Kollegen, die Beamte, verbeamtet sind, zu Hause manchmal jemanden haben, der Hartz-IV-Empfänger ist, der 3 Kinder hat, die gerne auch in dem sozialen Leben in der Schule teilnehmen möchten. Dazu gehören Klassenfahrten, dazu gehören andere kulturelle Veranstaltungen, die auch was kosten. Und wenn man dann auch als Oberkommissar oder Oberfeuerlöschmann sagen muss, nee Schatz, geht nicht, nur einmal im Jahr kannst du, und sich Kinder krank melden, weil sie sich schämen, weil sie einen Polizisten, einen Feuerwehrmann zu Hause haben und trotzdem das Geld nicht aufbringen. Ich finde, das ist etwas, wo ich einfach für die GdP sage, also da vergreife ich mich nicht im Ton, sondern ich nenne das Kind beim Namen. Und wer das nicht ab kann, der hat einfach nur Pech gehabt. Und was ich in dieser Stadt wirklich schon seit längerer Zeit nicht verstehe, die letzten 5 Jahre hatten wir ja alle für Hoffnung, da wird richtig was losgelegt und da passiert richtig was und dann hinterher war ja irgendwie nur warme Luft und man wollte nicht wirklich belästigt werden. Ich gönne wirklich jedem alles und ich würde jedem gönnen, dass er A12, A13 wird oder B5, B6, B schlag mich tot. Im Tarifbereich könnten von mir auch alle EG12 sein. Darum geht's nicht. Ich sage immer, wer Leistung bringt, wer arbeitet, wer sich einbringt, hat es einfach nur verdient, vernünftig bezahlt zu werden. Aber man kann mir nicht erklären, wenn sich die Abgeordneten ihre Diäten ab Jahresbeginn um 3,9% erhöhen und bei uns von irgendwelchen historischen Gülle geredet wird, weil man uns erst am 1.8. das zahlt und dann noch sagt, wir sind undankbar. Also tut mir leid, ich habe wirklich eine lebhafte Fantasie, aber an der Stelle hört es bei mir komplett auf. Vielleicht geht es euch anders, ich kann da nichts mit anfangen. Aber ich habe euch mal etwas mitgebracht, weil ihr jetzt vielleicht nicht, aber so ich als Landesvorsitzende in den politischen Gesprächen habe ja mal dieses Auge und Auge, Zahn um Zahn, unter dem Motto, wir werden Ihnen mal sagen, wie die Welt richtig tickt und dass Sie gar nicht rechnen können. Ich habe dann natürlich auch mal so bei den anderen Bundesländern geguckt und habe festgestellt, dass sich ja vieles, was wir da lesen können aus Brandenburg, aus Rheinland-Pfalz, aus NRW, hört sich ja erstmal besser an mit Pfeilfürsorge und Ähnlichem. Bin dann aber ganz erstaunt, ich hatte gestern nochmal Kontakt mit Brandenburg, dass die Brandenburger GdP sagt, ja, unser Landtag hat zwar beschlossen und da sollen unsere Leute 2.000 kriegen, ist es nicht akzeptabel und wir werden vor das Verfassungsgericht gehen. Weil eins müssen wir auch feststellen, wir haben ganz viele Medien, wo alles verbreitet wird, Social Media und Ähnliches. Aber oft wird es auch so verbreitet, dass es sich gut anhört. Also die Brandenburger sagen, die 2.000 Euro ist einfach ein Witz. Sie müssten, wenn sie dieses Thema Besoldung oder auch Alimentation, da wird ja auch gerne von der Arbeitgeberseite alle in einen Topf geworfen und wir sind die Buh-Leute, die nichts verstehen. Und wir haben Leute in Berlin, die verstehen eine ganze Menge von. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, habe ich erst gedacht, hä, warum sind die so unzufrieden? Aber als dann gesagt wurde, wir gehen im Ernstfall bis vor das Verfassungsgericht, da scheint dann doch nicht alles so rosig zu sein, wie man das nachliest. Und dann habe ich etwas aus einem anderen Bundesland gefunden, weil ich wirklich immer gedacht habe, stimmt das, was dir die Politik sagt? Wir jammern nur auf hohem Niveau und wir werden doch jetzt angeglichen und alles wird gut. Also ich muss mal der Fairness halber sagen, die Bemühungen sind auch wirklich da. Als wir am Dienstag beim Finanzsenator waren, haben wir ihm einen Riesenkatalog vorgelegt und haben gesagt, wenn es in dieser Stadt nicht möglich ist, zum 1.1. rückwirkend die Bezahlung zu geben. Gibt es aber andere Möglichkeiten, unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Straße im Schichtdienst zu entlohnen? In Form von Anhebung von Dutz, Wechselschichtzulage, die Polizeizulage wieder ruhegehaltsfähig machen, die Zulagen für die Spezialeinheiten, und da meine ich jetzt nicht nur MEK, SEK, da rede ich auch von OGJ, von AV und AGIM und wie sie jetzt alle heißen, die gehören für mich in das Paket mit rein, egal wo, ob beim Wasserschutz oder Schutzpolizei, LKA, Feuerwehr, Wache, wie auch immer, sondern alle, die jetzt im Schicht- und Wechselschichtdienst arbeiten,
da gibt es Möglichkeiten, wo man dann sagt, A, ist es im Portemonnaie und B, wenn da Teile von ruhegehaltsfähig sind, das ist ja das, wo man am Ende so nach 40 Jahren sagt, du hast 40 Jahre gearbeitet, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel und das kann im Beamtenbereich absolut nicht sein. Und ich habe dann hier mal eine Info eines anderen Landesbezirkes gefunden und war ganz erstaunt, wo dann drinnen steht, es ist beabsichtigt, Besoldung, Versorgung rückwirkend zum 1.1. um 2%, mindestens 75 Euro und ab dem 1.1.2018 um weitere 2,35 zu erhöhen. Und dann dachte ich, Mensch, warum meckern die eigentlich noch? Lest dann aber weiter und dann steht hier, es ist beschämend, dass keine weiteren Maßnahmen vorgesehen sind, die Besoldungssituation unserer Kolleginnen und Kollegen nachdrücklich zu verbessern. Der vom DGB-Bundesvorstand vorgelegte Besoldungsreport 2017 zeigt deutlich, und jetzt kommt das Bundesland, dass Rheinland-Pfalz mittlerweile fast in allen Besoldungsgruppen auf dem vorletzten Platz unter den Ländern steht. War mir, ehrlich gesagt, da ich mich immer konzentriert habe, was wir das Schlusslicht sind, gar nicht so klar, gebe ich ehrlich zu, dass es andere Länder gibt, die einfach kurz davor sind. Und wenn dort in einigen Ländern Heilfürsorge und ähnliche Sachen, haben sie es aber in anderen Bereichen gestrichen. Und man muss wirklich, glaube ich, immer das Gesamtpaket sehen. Und von daher war ich sehr erstaunt und dachte, das liest du heute mal vor, damit ihr einfach mal wisst, wir sind so ein bisschen die rote Laterne, habe ich auch irgendwo gesehen. Aber es gibt andere Länder, die sich eigentlich nicht weit weg von uns sehen, wo wir glauben, da ist alles gut und wenn wir da wären. Dass wir was zulegen müssen, ist, glaube ich, auch erkannt worden. So habe ich auch den Finanzsenator verstanden, weil ich habe ganz viele Kollegen, ich komme ja aus der 6, wie viele wissen, die ihre Kinder einfach in andere Bundesländer schicken, nach Bayern und ähnlich, weil sie einfach sagen, da wirst du einfach anders bezahlt und da gibt es andere Strukturen und da ist vieles besser. Und ich einfach Angst habe, dass die Attraktivität, egal bei welchem Beruf von den Gruppen, die hier stehen, wir einfach nicht mehr das Beste vom Besten kriegen. Und ich Angst habe, dass wir irgendwann bei den Qualitätsstandarden auch Abstriche machen, was auf keinen Fall sein kann. Ich sage mal, es wird sich ja jetzt schon über Größe und weiß ich was gestritten. Aber meine größte Sorge ist einfach, dass die Qualität nicht mehr stimmt. Man hat mir zugesagt, dass da drauf geachtet wird, dass da auch angestrebt wird, dass da keine Gefahr besteht, etwas zu machen. Und wir gesagt haben am Dienstag zum Finanzsenator, wir erwarten jetzt einfach ein deutliches Signal und haben ihm gesagt, der erste Schritt, wenn eben schon nicht rückwirkend, erster, geht in den Bereich Dutz- und Wechselschichtzulage und dann logischerweise alle anderen Sachen. Wir haben ihn von allen Bundesländern in Fleißarbeit über Tage aufgearbeitet, wie sich in allen Bundesländern Deutschlands die ganzen Zulagen entwickelt haben. Immer das Bundesland, dann im Vergleich mit Berlin, wie es bei uns entwickelt wurde. Das haben wir alle am Dienstag übergeben. Er hat gesagt, er kann, oder das Ziel ist und die Absicht, dass wir am Ende der Legislaturperiode als Berliner im Beamtenbereich auf Platz 8 aller Bundesländer sind. Ich habe gestern extra nochmal nachgefragt, ob ich das heute hier so auch sagen kann, weil ja, ich würde ungern irgendwann lesen, die Philipp hat wilde Fantasien, wahrscheinlich von ihrer Grippe noch Fieber und weiß nicht, wovon sie redet. Also es ist Absicht, es wird auch Geld eingestellt. Wir haben alles an Vorarbeit geleistet, was man leisten kann. Alles aufgelistet, alles dargelegt, damit man uns nicht unterstellt, ihr pöbelt nur, ihr seid nur die Nörgler, ihr habt gegen alles etwas, ihr seid nicht konstruktiv, ihr wollt nur stänkern, sondern wir als GDP, so kennt man uns eigentlich auch, sind an Sacharbeit orientiert, also haben wir schön diese Fleißarbeit gemacht und übergeben. Und ich sag mal, da bleibt jetzt einfach abzuwarten, ob da was kommt. Ich bin immer so ein Typ, ich sag mir immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe subjektiv, ich persönlich, nach den Gesprächen, gerade auch am Dienstag, ich habe den Eindruck, man hat es erkannt, man will. Und ich glaube, es ist auch niemand von uns so naiv, dass der glaubt, dass das, was die letzten 20 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre passiert ist, hier mit einem Schlag aufgeholt werden kann. Aber ich habe Ihnen auch versucht klarzumachen, dass wir ständig neue Strukturreformen haben. Dass uns immer gesagt wird, ja, die Struktur müssen wir jetzt machen, es soll effizienter werden, es soll unten an der Basis mehr ankommen, mehr Leute, es soll besser befördert werden. Wir haben ihn dann mal gegengehalten, wie die Beförderungssituation gerade im mittleren Dienst ist, bei der Feuerwehr ist, dass so 14, 15 Jahre vom Obermeister nächste Beförderungsamt nichts bringt. Dass jetzt, wenn man sagt, wenn man bei der
beim Weihnachtsgeld etwas drauflegt, dass es aber die unteren Besoldungsgruppen trifft und unter dem Motto, das sind ja die, die auch am meisten Verluste haben. Wenn man aber weiß, dass wir die zweigeteilte Laufbahn haben, dass wir in der Polizei Anschlagsernennungen haben und dass es so gut wie keinen Unterschied von A9 nach A10 gibt und er dann aber mit A10 plötzlich im gehobenen Dienst ist und dann einer, der Vielverdiener ist und dann wieder unter die Kategorie, das sind so Milchmädchenrechnungen, wo ich sage, ja, kann man sagen, muss man aber auch nicht. Ich bin da lieber an der Realität. Weil wenn mir so Kollegen sagen, Mann, ich sollte ein bisschen später befördert werden, weil jetzt kriege ich ja nichts ab, wenn was kommt, weil jetzt bin ich ja A10. Das kann es aber eigentlich auch nicht sein. Weil man hat dafür gearbeitet, man hat etwas geleistet. Im Beamtenbereich gilt immer noch Leistung, Eignung und Befähigung. Ja, ich weiß, aber habe ich nachgelesen. Mein Personalvorsitzender sagte mal, in der PDV 300 steht auch drin, sei und bleibe höflich. Ja gut, okay. Aber wie gesagt, ich bin ja da jemand, der manchmal sehr optimistisch ist. Aber ich hoffe, dass wir hier keinen Taschenspielern-Tricks unterliegen, dass das, was man uns jetzt zugesagt hat, dass man Tatsache bemüht ist, dass man will, dass man den Haushalt aufstocken will und dass man dort auch Tatsache wirkungsvoll für euch was erreichen will. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, ich weiß. Aber weißt du, wenn man nicht irgendwie, ich weiß. Es ist auch schwierig. Bloß ich kann natürlich da hingehen, kann meine Gesprächspartner beschimpfen und kann sagen, ich glaube ihnen sowieso kein Wort. Ich würde aber gerne wirklich den Fuß in der Tür behalten, weil ich immer noch glaube und immer noch hoffe, dass diese Vertreter, diese Volksvertreter, auch für uns da sind. Und ich sage mal, diese Stadt ist Multikulti, es wird über Schulen geredet. Man darf nur eins nicht vergessen, ob Kinder, die aufwachsen, ob Krankenhäuser, sie brauchen die Feuerwehr, sie brauchen die Polizei, weil diese Stadt kann nur funktionieren und kann nur das sein, was es ist, wenn der Bürger weiß, er kann in Sicherheit leben, wenn er weiß, wenn er Hilfe braucht, dass die Feuerwehr da ist und zwar nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß, sondern dass sie die Technik hat und die Fahrzeuge, die sie braucht, und nicht irgendwelche Überholten oder aus 5 und 1 gemacht, damit es noch läuft, dass genug Rettungssanitäter da sind, dass unsere Feuerwehrleute gut ausgerüstet sind. Und genau dasselbe gilt auch für die Polizei. Das heißt, das gehört einfach ins Bild. Wir sind die Sicherheitsgaranten für diese Stadt. Und wenn diese Stadt in Frieden und in Ruhe leben will, worauf der Bürger, jeder Bürger, wir sind übrigens auch Bürger, worauf jeder Bürger ein Recht hat, dann muss man einfach erkennen, dass man diese Sicherheitsbehörden anständig und fair zu bezahlen hat. Und solange, wie ich das glaube, solange habe ich auch Hoffnung, dass wir, wenn wir als GdP zusammenhalten und gemeinsam auf die Straße gehen und gemeinsam artikulieren, was wir wollen, vielleicht irgendwann irgendeiner aus einem Röschenschlaf kommt und das erkennt. Um uns herum passiert so viel Richtung Terrorismus, Richtung Anschläge. Ich sage immer, man muss doch erkennen, dass alles sowas, besonders Sicherheit, nicht zum Nulltarif ist. Und ich habe gerade zu Benjamin, meinem Pressesprecher, gesagt, dieses Wort Wertschätzung geht mir langsam schon auf den Geist. Weil das benutzt schon jeder und ich lese manchmal auch schon bei irgendwelchen Parteien Sätze, wo ich sage, oh, die haben sie ja von uns abgeschrieben. Wo ich einfach sage, wenn irgendetwas wie das Wort Wertschätzung nur noch eine Worthülse ist, dann ist das hochgradig traurig und befremdlich für mich. Ich möchte lieber... Ich möchte lieber, dass jede und jeder von euch diese Wertschätzung spürt, am eigenen Leib, im täglichen Dienst, bei seiner Arbeit. Na klar kann man sagen, danke, hast du heute toll gemacht. Ich kenne ganz viele Dienststellenleiter, die irgendwie das versuchen hinzukriegen, indem sie dann auch eine Mail schreiben an ihre Kräfte und sich bedanken, dass der Einsatz toll war. Wissen aber auch, die Fensterbretter mit danke, hast du toll gemacht, sind voll. Davon kann keiner Miete bezahlen, keiner Strom bezahlen und sich nicht um die Familie kümmern. Und von daher denke ich, es heute zu machen, wo die zweite Lesung ist für dieses Besoldungsgesetz und zu signalisieren, wir geben die Hoffnung nicht auf, wir hoffen auf das, was der Regierende, aber auch der Finanzsenator gesagt hat und der Innensenator. Wir haben es erkannt, wir versuchen in Berlin etwas zu bewegen. Wir gucken und wir wollen, dass Berlin nicht mehr das Schlusslicht ist. Das ist meine Hoffnung. Ich weiß, jetzt kommen ganz viele ja. Ich weiß auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich bin immer noch so ein Typ, ich will es glauben. Ich werde als GdP alles dafür tun, es zu unterstützen, fachlich, sachlich. Aber was ich nicht tun werde, ich werde keinen Millimeter, nicht so lange wie ich Landesvorsitzender mit diesem Vorstand bin, davon abweichen, für euch zu kämpfen und euren Gedankengut und das, was ihr von uns erwartet, auch laut zu artikulieren. Vielen Dank.
Ja, das nächste Mal werde ich mir mal eine Leiter bestellen, ja? Damit ich auch hier sehen werde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja noch ein bisschen improvisiert heute hier. Insofern muss ich mich jetzt selber vorstellen. Aber viele von euch, die hier stehen, kennen mich. Früher habe ich mich auch immer so ein bisschen geärgert, wenn wir solche Veranstaltungen zu solchen Veranstaltungen eingeladen haben. Dann kannte ich immer 50% der Leute. Für die anderen 50%, die hierher gekommen sind, die ich so jetzt nicht kenne. Ich bin Arne Wabnitz, stellvertretender Landesbezirksvorsitzender der GdP Berlin. Seit 20 Jahren oder über 20 Jahren in der GdP Berlin eigentlich jemand, der sich mit den beamtenrechtlichen Dingen befasst. Ich bin da gewissermaßen der Echolot, denn viel Triumphmeldungen konnte ich leider immer nicht verkünden. Ich musste den Kolleginnen und Kollegen teilweise auch über die Zeitung oder auch teilweise in persönlichen Gesprächen oder auf Personalversammlungen immer erklären, weshalb es nun wieder schlechter geworden ist und nicht besser. Aber wir machen ja leider diese Beamtenpolitik nicht. Die Beamtenpolitik wird da drüben im Abgeordnetenhaus gemacht. Deswegen sitzen wir hier oder stehen wir hier, besser gesagt, weil wir erhofft haben, wenn wir uns heute hier auf dem Potsdamer Platz stellen, dass unsere Stimme in letzter Konsequenz vielleicht doch noch gehört wird. Denn dieser Entwurf, der dem Abgeordnetenhaus heute vorgelegt wird, ist natürlich alles andere, als wir uns nach dem Koalitionsvertrag erhofft hatten. Wir sind zutiefst enttäuscht darüber, dass uns eigentlich ein Angebot gemacht wird, wie in den vergangenen Jahren auch, und damit ja eigentlich das Level gehalten wird und nicht das Versprechen eingelöst wird, dass wir in 5 Jahren uns im Durchschnitt der Landesbesoldung befinden. Ich habe mir heute für die Rede eigentlich ein Konzept geschrieben, weil ich dachte, naja, haben wir lange nicht gemacht als Gewerkschaft der Polizei, hier zu so einer Veranstaltung einzuladen. Wir haben ja häufig auch den Druck von den Kollegen gekriegt, auf Personalversammlungen habe ich es auch oft gehört. Was macht denn die Gewerkschaft der Polizei, damit es für uns Beamtinnen und Beamte mal wieder besser wird, damit wir wieder mehr verdienen und damit wir uns sozusagen den Lohn, der uns zusteht, dass der uns dann auch von den Abgeordneten zuerkannt wird. Da habe ich dann immer gesagt, wir haben in den vergangenen Jahren ja oft auch mal zu Kundgebungen aufgerufen, kamen immer weniger Leute. Heute dachte ich, wir machen den Potsdamer Platz voll. Naja, nichts draus geworden, deswegen habe ich mein Redekonzept in der Tasche gelassen. Ich mache es mal ohne Konzept. Was haben wir uns denn erhofft? Prozentual ist die Vorlage ja nicht schlecht, wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt gekommen wäre. Wenn wir uns das Land Brandenburg angucken, in Brandenburg hat man sich am Tarifvertrag orientiert, 2%, und das Land Brandenburg, der Brandenburger Landtag hat gesagt, wir legen noch 0,65% drauf, damit die Brandenburger nicht von der amtsangemessenen Alimentation abgekoppelt werden. Ja, sind sie bei 2,65% angekommen, müssen wie wir auch diese 0,2% in die Versorgungsrücklage bezahlen, sind sie bei 2,45%. Aber sie bekommen die 2,45% zum Jahresbeginn. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mal so eine Excel-Tabelle erarbeitet. In dieser Excel-Tabelle habe ich praktisch die Grundtabelle, die wir heute haben, also die praktisch von 2016, die wir ja nun jetzt noch 7 Monate bekommen haben, also das Geld von dieser Tabelle. Und dann habe ich 5 Monate von den erwarteten 2,6%, die heute hier beschlossen werden sollen, dazu gelegt. Und jeweils, ihr wisst ja, habt ihr bestimmt mitbekommen, die Sonderzahlung wird ja auch aufgestockt, aber unterschiedlich nach den Einkommensgruppen. Dazu komme ich vielleicht anschließend nochmal. Das alles zusammengerechnet, bisschen kompliziert, mit dem angepassten Besoldung. Bitte? Wie viel? Wie viel Minus? Na, Minus im Durchschnitt, weil der Kollege Klümmer mich gerade hier von hinten anspricht, im Durchschnitt kommen wir auf etwa 2,2% Differenz zu Brandenburg. Im Mittel.
Es ist sehr unterschiedlich, weil die Brandenburger ja nicht diese Pauschalen bezahlen. Es ist Sand in die Augen streuen. Es wird auf der einen Seite mit Pauschalen gearbeitet, auf der anderen Seite wird mit Prozenten gearbeitet. Wir fangen später an, die Brandenburger fangen früher an, also zum 1.1. Die Brandenburger haben eine ganz andere Gehaltstabelle als wir. Die Vergleichbarkeit ist sehr schwer, deswegen macht es sich dem Finanzsenator natürlich sehr einfach zu sagen, ja, es läuft schon alles ganz gut und wir kriegen das hin bis 2021. Wir werden es nicht hinbekommen. Wir können es gar nicht hinbekommen. Denn die nächsten Beschlüsse, die zu unserer Beamtenbesoldung gefasst werden, werden erst ihre Wirkung am 1.8.2019 entfalten. Wie viel wollen Sie uns denn da geben? 5%? Wäre toll. Aber ich sage mal dann 5% rückwirkend zum 1.1.2019. Na schön. Wir sind noch nicht in 2019, wir sind in 2017. Und in 2017 müssen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. In 2017 müssen die Herrschaften da drüben im Abgeordnetenhaus begreifen, wenn sie die Beamtenbesoldung hier in Berlin nicht deutlich erhöhen, dann werden sie auch als Arbeitgeber, als Dienstherr für Berufsanfänger nicht attraktiv sein. Dann werden wir keine Schulabgänger mehr bekommen, jedenfalls nicht die, die wir benötigen. Dann werdet ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, die auf der Straße schon euren Dienst macht, und so ist es ja auch in der Ausbildung für den mittleren Dienst vorgesehen, dann werdet ihr laufend noch, ich sage mal, die Schülerlotsen noch mit ausbilden müssen und ihr werdet sehen, was ihr da plötzlich für ein Menschenmaterial an die Hand bekommt. Da werdet ihr mehr euch um eure Kollegen kümmern müssen, als um die Sachen, für die ihr eigentlich bezahlt werdet. Ja, ich sehe da eine große Gefahr drin. Ist übrigens nicht nur bei Polizei, Feuerwehr und den Ordnungsbehörden so. Ist im ganzen öffentlichen Dienst so. Und wenn man unterschiedliche Sonderzahlungen zum Beispiel pauschal bezahlt und sagt, die in den höheren Einkommensgruppen sind, und wir reden von Einkommensgruppen ab A10, und rauf in den höheren Dienst. Wenn wir denen weniger Sonderzahlungen zu Weihnachten geben als den niedrigen Einkommensgruppen und sagen, das ist sozial, dann frage ich mich, wo wollen wir denn unsere Führungskräfte in den nächsten Jahren noch hernehmen? Die gehen längst woanders hin. Die gehen nach Brandenburg, die gehen zum Bund. Der Bund saugt die ja förmlich auf. In welcher Form wollen wir denn hier noch eine qualitative Arbeitsleistung erbringen? Frage ich mich. Und das sollten die Abgeordneten mal mitnehmen. Ich weiß nicht, ob Abgeordnete hier heute auf dem Platz sind. Wäre gut. Die sollten das mal mitnehmen. Und ich hoffe, dass heute in der zweiten Lesung noch Veränderungen vorgenommen werden. Wir hatten das in der Vergangenheit auch. Nicht hoffen, fordern. Und es ist richtig. Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, aber wir, die wir heute hergekommen sind, wir fordern das. Dankeschön. So, das war Arne Wartnitz, stellvertretender Vorsitzender, wie er sich vorgestellt hat. Natürlich ist der Ablauf ein bisschen durchdacht. Das kommt Dirk Borg, wird auch noch ein paar Worte zu euch sagen. Und wenn ihr dann noch Lust habt, machen wir Speaker's Corner, könnt ihr selber abwecken. Ich glaube, die Erhöhung brauche ich hier nicht. Recht herzlichen Dank, Kerstin Philipp, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, genauso wie an Arne. Aber eins muss mal gesagt werden, ich kann die Rolle verstehen, die ihr habt, dass ihr Verhandlungspartner des Bürgermeisters, des Innensenators und auch eines Finanzsenators seid. Aber wir sind Kolleginnen und Kollegen, die hier stehen und haben Interessen. Und da ist uns Parteipolitik, Gewerkschaftspolitik erst einmal unwichtig. An dieser Stelle möchte ich sagen, Dirk Borg, Personalratsvorsitzender der Polizeidirektion 5, für die, die es nicht wissen, Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain. Ich stehe hier und leiste meine Arbeit, wie alle Kolleginnen und Kollegen in dieser Stadt auch, und werde mies bezahlt dafür. Die Zeiten des Hinhaltens sind vorbei. Ich gebe mich auch nicht der Illusion hin, dass am heutigen Tag einer zweiten Lesung im Abgeordnetenhaus an der Besoldung noch irgendetwas positiv zu unseren Gunsten passiert. Glaube ich nicht. Ja, wir hatten eigentlich gedacht, wir wollen vorm Abgeordnetenhaus unsere Demonstration veranstalten. Ging leider nicht. Warum nicht? Weil ein Parlamentspräsident gesagt hat, oh, Bannmeile, Polizeibeamte vor meinem Abgeordnetenhaus. Ist es soweit, dass Berliner Abgeordnete Angst vor ihrer eigenen Polizei haben müssen?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Ding aus dem Dollhaus. Das, was sich Parlamentarier in dieser Stadt erlauben, ist so nicht hinnehmbar. Es trifft nicht nur uns, die hier stehen. Wir können von allen Beamten in dieser Hauptstadt sprechen. Von uns wird Unmögliches abverlangt. Ja? 25% meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain stehen kurz vor einem Burnout, hat mir die FU Berlin bestätigt. Und was macht dieser Senat? Er treibt uns in Überstunden, er verweigert uns die Auszahlung des Mehrdienstes, er speist uns in der Nachtdienststunde mit 1,28 Euro ab. Welche Frechheit ist denn das? Liebe Volksvertreter aller Parteien, die übrigens von der GdP angeschrieben wurden, ob sie sich hier und heute beteiligen mögen, da sind sie nicht. Einzelne habe ich gesehen und das möchte ich jetzt auch nicht verhehlen, auch wenn es immer einen Geschmäckler hat. Ich habe hier Parlamentarier der AfD gesehen. Wo sind denn unsere etablierten Parteien, die sich immer damit beweihräuchern, wie sehr sie denn für diesen Staat da sind? Wo sind sie denn? Sie haben keine Lust, sie haben gar keinen Bock darauf, uns vernünftig zu bezahlen. Es war mal Usus in dieser Stadt, dass Abgeordnete in Berlin, ja, die Diäten an die Beamtenbesoldung gekoppelt waren. Ja, das war ihnen aber nicht genug. Ja, irgendwann haben sie sich abgekoppelt von den Beamten. Und jetzt, nach Gutsherrenart, erhöhen sie die Diäten. Uns wird man vergessen, uns hat man vergessen und wird man in Zukunft vergessen. Es sei denn, wir gehen gemeinsam für unsere Belange auf die Straße. Wir schützen jede Demo in dieser Stadt. Alle, die wir hier stehen, haben ein Eid geleistet auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist richtig so. Wir schützen jede Demo dieser Stadt. Jeder hat ein Recht, seine Meinung frei kundzutun. Was wir bis dato nicht schaffen, für unsere Belange auf die Straße zu gehen. Wir sind eine Behörde mit 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben ganz, ganz viele Familien dazu. Wo sind wir? Und eins lasst euch sagen, liebe Abgeordnete, dieses Spiel mache ich dieses Mal mit. Im nächsten Jahr muss etwas passieren und wenn es dieses Jahr nur darum geht, einfach mal Dienst zu ungünstigen Zeiten, eine vernünftige Bezahlung für Sonn- oder Feiertage herauszuholen. Im nächsten Jahr zieht euch warm an, dann werden wir gemeinsam für unsere Belange auf die Straße gehen, wie wir eure Belange jeden Tag in dieser Hauptstadt schützen. Vielen Dank dafür. Danke, Dirk. Das war sicherlich aus dem Herzen aller, die hier stehen, gesprochen. Trotzdem die Frage, möchte noch jemand mal seinen Frust loslassen? Das Mikro ist frei, kommt nach vorne. Gut, dann nehme ich mal an, ist das, was Dirk gesagt hat, wirklich aus dem Herzen gesprochen. Dann lassen wir es auch dabei. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Du nochmal. Vielen Dank, dass ihr hier wart und wie Dirk angekündigt hat, gucken wir mal, was nächstes Jahr passiert. Vielleicht sehen wir uns dann. Vielen Dank.